Willkommen bei einem neuen Video. Ich habe mir eine Kaffeemaschine geholt und dafür brauche ich so einen speziellen Pad. Ich habe mir 10 Tonnen alter falsche Kaffeepads gekauft, deswegen sind wir jetzt gleich erstmal im Kaufland und kaufe mir ein neues. Was laber ich da? Kaufe mir neue Kaffeepads und dann nehme ich euch mit und zeige euch, wie ich so ein bisschen mein Zimmer mache. Und ich sage, oh, komm mit. Was geht denn da? Hallo? Und ja, Freunde, ich hoffe, diesmal hole ich die richtigen Kaffeepads, Alter. Ja, Leute, jetzt muss ich überlegen, was für Pads ich nehmen muss. Die sind zu groß. Kaffee? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich habe keine Ahnung, was ich holen soll. Kapseln. Sind das auch alles Kapseln? Das sind alles. Danke. Für welche Kaffeemaschine ist das? So eine Orangen. Ja. Da kommen so Pads rein. Aber kleine. Pads oder Kapseln? Ach, Kapseln, meine Kapseln. Ja, weil Pads ist was anderes. Ja, genau. Anders. Ja, genau. Ich nehme erstmal die zwei und hoffe, dass die passen. Ansonsten. Ich habe Arsch. Hä? Ist schon cool. Ja, Leute, wir sind zu Hause angekommen. Und ich befürchte jetzt schon, dass die Kapseln nicht passen werden. Auf jeden Fall, Freunde, nehme ich euch jetzt mit in mein Zimmer und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen, wie ich mein Zimmer einrichten soll. Und ja, Freunde, ich nehme euch mal mit. Peace out. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Freunde. Abonnieren! Okay. Ja, Mois, Freunde, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Da wird noch was an der Beleuchtung gemacht, dass das Ganze noch viel heller wird. Und wundert euch nicht, Freunde, das Ganze ist noch nicht fertig und es ist noch nicht komplett aufgeräumt. Wie gesagt, Freunde, das ist noch nicht ganz fertig. Das hier wird mein Arbeitsplatz sein fürs Erste. Wie gesagt, es wird noch alles fertig gemacht und hier haben wir meinen Playbutton, was zu trinken da unten. Hier ist die Kaffeemaschine. Da habe ich Babytücher, um mir nachts den Arsch abzuputzen. Natürlich eine eigene Kaffeemaschine im Zimmer darf nicht fehlen, Freunde. Und hier habe ich so, wenn ich mal Depri bin, habe ich hier mal meine Wodkaflasche, ein Hugo, ein paar Bierchen, Freunde, natürlich nicht. Das ist nur Deko. Ja, natürlich Deko. Ja, Freunde, hier ist mein Bett. Ich habe mir zwei von diesen Betten hier gekauft und habe die quasi aneinander geschoben und daraus ein Bigfoot-Bett gemacht. Hier in der Ecke ist mein Fernseher, Freunde, mit meiner PS4 und die PS3 natürlich daneben. Hier eine Pfeife darf natürlich auch nicht fehlen, Freunde. Hier habe ich noch dieses Sofa. Ich weiß nicht, was ich im Sofa noch anstellen soll, wo der hinkommen soll, ob er überhaupt noch im Zimmer bleibt oder nicht. Das weiß ich noch nicht, Freunde, das überlege ich mir. Dieser Teppich kommt auch natürlich noch weg, Freunde. Und wie gesagt, mein Zimmer ist noch lange nicht fertig. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe.
Hilfe. Und ja, Freunde, was ich mir noch überlegt hatte, ist vielleicht, dass ich hier rauskomme mit. Erstmal mein Ace-Hut-Freunde-Massaker, kommt mal mit. Dass ich vielleicht an diese Wand hier, es sind ja zwei, hier kommt ein riesen Spiegel hin. Hier kommt ein Spiegel, Freunde. Ein großer Spiegel, nicht dieses Schrottding hier. An diese Wand hier wollte ich Fernbilder machen, Freunde. Meine ganzen Fernbilder wollte ich dann hier aufhängen, von oben bis unten. Und vielleicht Briefe, so kleine Briefe, nicht natürlich so XXL-Briefe, so kleine Briefe, dass ich die hier überall aufhänge, an dieser Wand nur. Ich weiß es nicht, Freunde. Wie gesagt, vielleicht fällt euch was Cooles ein, was ich noch machen kann hier in diesem Zimmer. Und ich zeige euch jetzt mal meine Kleidergarderobe, nenne ich das Ganze mal. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt gehen wir hoch in meine Kleidergarderobe. So sieht das Ganze. Junge, was machst du da? Oh, ich wollte mir nur was ausleihen, ey. Junge, geh mal weg von da. Geh mal, verpiss dich mal. Und ja, Freunde, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Und ja, Freunde, heute Morgen hatte ich ein schönes Paket von One Piece bekommen. Mega, mega geil. Das ist hier diese Hose, die ich anhabe, plus diese Jacke. Mega fresh. Ich habe alles schön sortiert, Freunde. Einmal meine Hosen, dann meine Jumpsuits, dann meine bunten Pullis, dann meine schwarz-weißen T-Shirts, meine schwarz-weißen Hoodies, meine grünen Hoodies, meine Merch-Hoodies. Alles bunte Pullis von mir. Das ist das Geilste überhaupt. Dann da sind so Jogging-Sachen, Jogging-Anzüge von mir, von Nike und bla, und bli, und bla, und blub. Dann habe ich da normale Jacken. Dann habe ich hier noch meine ganzen anderen Jacken, Freunde. Das hier ist und bleibt mein Favorite Jacket, Freunde. Massaker. Leute, da hat das Teil vor 2 oder 3 Jahren gekauft. Bis jetzt gar kein Bild drin, ey. Ja, Freunde, das wird jetzt geändert. Yeah. Und ja, Freunde, hier an dieser Wand kommt auch noch ein riesengroßer Spiegel, dass ich mich quasi hier umziehen kann. Und hier sind meine Schüchelein. Und yes, Leandro Lopez, ihr wisst Bescheid. Und so habe ich mir das Ganze bis jetzt eingerichtet. Ich hoffe, das gefällt euch, Freunde. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder Ratschläge habt, dann schreibt es doch mal unten in den Comments rein, Freunde, was ich vielleicht noch aus meinem Zimmer machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut und rein. Abonnieren nicht vergessen. So, Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, die Pads passen in die Kaffeemaschine. Ansonsten bin ich am Arsch, ey. Nein, Leute, die sind viel zu groß schon wieder. Das gibt's doch nicht, oder? Oh. Ey, Leute, ich habe die Pads die ganze Zeit falsch rum reingemacht. Leute, ich mache die ganze Zeit die Pads so rum rein. Aber das geht einfach mal so rum rein. Alter, was ist das hier? Das sind 3 Symbole, die leuchten. Leute, ich habe so ein bisschen Wasser hier abgespritzt. Ey. Ja, du Vogel, das ist für Milchschau. Ja. So, warte, lass mich mal kurz dran. Nein, nein, warte mal, warte. So, guck mal, wenn du da drauf kommst. Warte. Genau, jetzt kommt Kaffee. Leute, es geht! Leute, es klappt! Die Kaffeemaschine funktioniert. Jo, halt doch mal die Fresse einmal. Leute, es funktioniert. Die Kaffeemaschine geht schon die ganze Zeit, nur ich hatte die Pads falsch reingemacht und... Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal den Daumen nach oben da und schreibt mir unten in den Kommentar rein, wie ihr das Zimmer bis jetzt findet und schreibt bitte, bitte rein, wie ich das Zimmer machen soll. Wenn ihr irgendwelche Ratschläge habt oder Tipps oder sonst irgendetwas, schreibt mir doch mal rein. Da, wo mein Sofa war, Freunde, habt ihr ja gesehen, habe ich mir überlegt gehabt, ob ich da vielleicht eine Pflanze oder sowas in der Art dahinstellen soll, aber ich war mir nicht sicher. Und da, wo mein Teppich ist, Freunde, da ist ja mein Teppich so in der Mitte quasi, habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht einen Tisch holen soll und einen Tisch dahin tun mit so ein paar Stühlen quasi, oder ob das doch zu viel wäre oder nicht, dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Freunde. Schreibt es mal in den Kommentaren, was ich da noch machen soll, was ich da noch machen kann. Würde mich wirklich freuen, Freunde, und wenn ihr Bock darauf habt, wenn ich mein Zimmer verändere, dass ich euch auch einen Vlog machen soll oder nicht, ob ihr das wollt oder nicht, damit ich es Bescheid weiß. Und ja, Leute, ich weiß, ich sage verdammt oft und ja, Leute, das habe ich schon mal gesagt, und ich sage sehr oft und ja, Freunde, ohne Scheiß, ist mir wirklich selber schon längst aufgefallen, aber keine Ahnung, ey, das ist einfach so, ich weiß es nicht, das ist einfach so. Damit müsst ihr klarkommen. Und ja, Leute, Spaß. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Abonnieren. Morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Daneben.
back. I'm trying to put you to bed. Then I'ma rock your body, turn you over. Love is why I'm your soldier, touching.